video yang dikutip dari kanal YouTube Catatan Wisata Iman. Seorang mualaf membagikan perjalanan luar biasanya menuju Islam gara-gara menemukan buku nggak jelas. Bagaimana kesaksiannya? Langsung tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mein Thema ist heute mein persönlicher Weg zum Islam. Wie hat Allah subhanahu wa ta'ala es mir erlaubt, dass ich den Islam annehmen durfte? Erstmal ein ganz großes Dankeschön an Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich das darf, ja, dass ich Muslim sein darf, dass er mir die Wahrheit gezeigt hat und dass ich die Gnade bekommen habe, dass ich den Islam annehmen durfte. Alhamdulillah, danke dafür, dass du mir die Möglichkeit gibst, ins Paradies einzugehen zu dürfen. Inshallah, wenn du möchtest. Aber zum Thema zurück. Es geht hier um, wie habe ich den Islam gefunden, wie hat Allah mir den Weg gezeigt. Und zwar ist so, ich habe damals eine Zeit gehabt, wo ich sehr viele Dokumentationen geguckt habe bei YouTube. Aber eigentlich fast gar nichts über Religion hat, weil ich nichts mit Religion zu tun habe, sondern eher so alles so weltliche Dinge, die man so als Ungläubiger sich schon anguckt. Ich war vielen Bergen unterwegs, über Naturdokumentationen, Dokumentationen über den Menschen, über den Organismus, alles Mögliche, über die Polizei, über das Bewusstsein, das Unterbewusstsein. Ich habe noch viele Videos angeguckt über den Buddhismus sogar teilweise, weil ich das so toll fand, weil das alles so positiv war und so, oh, boah, wir sind alle stark und so weiter. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Und dann irgendwann ist es ja immer so bei YouTube, dass dann auf der einen Seite kommen dann immer so Videos, die so ähnlich sind oder irgendwas damit zu tun haben. Und dann stand da ein Deutschhörbuch, Gespräche zu Gott. Müsst ihr mal eingeben bei YouTube, die Gespräche zu Gott. Da kommt dann so ein Hörbuch, das hat, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, so 6 bis 8 Stunden oder so, sehr lange auf jeden Fall. Und ich habe das jemand abends dann angehört, in meinem Laptop, in meinem Bett. Und dann habe ich das über Nacht einfach laufen lassen. Bin dann irgendwann eingeschlafen mit diesem Hörbuch. Und am anderen Tag stand halt, als ich morgens aufgewacht habe, stand wieder an der Seite, wo die ähnlichen Videos dann stehen, stand da dann Hörbuch Koran. Ja. Und dann bin ich einfach auf das Hörbuch Koran gegangen. Ich habe vorher noch nie was vom Koran gehört. Das muss ich auch mal überlegen, ja. Dass ich über 30 Jahre hat mir nie einer was vom Islam gesagt und kein Mensch hat mir, habe ich es auch was Fernsehen gesehen. So krass versteckt der Scheitan die Wahrheit. Ja. Aber Alhamdulillah habe ich dann dieses Koranhörbuch Deutsch gefunden, habe das dann gehört und ich habe dann direkt den Islam angenommen. Also wirklich, ich habe es nur gehört, irgendwie 2, 3 Sekunden vielleicht nicht, aber ich habe das wirklich nur ein bisschen gehört und sofort Islam angenommen. Ja. Und als das fängt dann an mit quasi mit der zweiten Suche. Die erste Suche ist relativ kurz, die Einführung, die eröffnende. Und dann kommt die Suche, die heißt die Kuh Al-Baqara. Und da steht, das geht los mit dieses Buch, daran ist kein Zweifel, ist eine Rechtleitung für alle Menschen, für die Gläubigen. Und damit ging das los und so, und eine sehr eindringliche Stimme, dieses Hörbuch. Alhamdulillah, der das gemacht hat, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall habe ich das sofort Islam angenommen. Und dann wusste ich natürlich nicht, wie man das macht, wie man Islam angibt. Boah, das ist krass, was erzählt er das? Das ist richtig 100% die Wahrheit. Ich habe sofort gemerkt, 100%ig, das ist der Sinn im Leben. Ja. Ohne dass ich vorher irgendwas gehört habe, ohne dass ich vorher irgendwas gelesen habe. Ich habe sofort gemerkt, das ist richtig. Ja. Und dann habe ich dann einfach mal eingegeben, Islam annehmen bei YouTube. Islam, wie nimmt man den Islam an? Und dann bin ich auf ein Video gestoßen von Pierre Vogel, wie er es zeigt, wie man den Islam annehmen kann. Also was man dann sagen muss, um den Islam anzunehmen. Alhamdulillah. Und dann habe ich den Islam angenommen und habe das dann die Shahada gesprochen, also das Glaubensbekenntnis im Islam habe ich dann gesprochen. Und so durfte ich dann, weil Allah erlaubt hat, man muss sich immer klar machen.
Nur wenn Allah erlaubt, darf man den Islam annehmen. Das ist ein sehr großes Geschenk, das größte Geschenk, was ein Mensch bekommen kann. Ja. Alhamdulillah. Ja. Und ja, und so bin ich dann auch direkt auf Pierre Vogel gestoßen und habe dann halt auch mehrere Videos über ihn angeguckt. Ja, das nächste, was ich dann gemacht habe, ich bin natürlich dann auch sofort geguckt, wo die nächste Moschee ist und bin dann zur nächsten Moschee hingefahren, habe dann auch dort die Prediger, die Imame kontaktiert und habe denen gesagt, ja, ich möchte gerne, ich habe den Islam angenommen und die haben auch gesagt, ja, ich muss jetzt hier auch den Islam annehmen vor zwei Zeugen, das wusste ich alles nicht. Und dann habe ich dann auch noch offiziell in der Moschee mit zwei Zeugen den Islam angenommen. Ja. So war der Weg zur Wahrheit, zum Sinn des Lebens bei mir. Alhamdulillah. Und hieran sieht man auch, dass Dawa übers Internet sehr wichtig ist, weil ich habe mit keinem geredet, überhaupt nichts. Allah kann über verschiedene Wege Menschen recht leiten. Und ich wünsche jedem, der das sieht oder auch andere Videos sieht, dass er wirklich auf den Islam aufmerksam wird, weil der Islam ist der einzige Weg, der ins Paradies führt. Und deswegen sollten wir uns alle möglichst schnell mit dem Koran auseinandersetzen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Bis dahin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya tentang betapa pentingnya internet dan berharap agar orang lain dapat mengenal Islam dan mempelajari Al-Quran dengan cepat. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan share ke teman kamu.